Hallo und herzlich willkommen. Es geht weiter mit unserer Reihe zu Altbau modernisieren und fit machen für die Zukunft oder für eine Wärmepumpeneinbau. Das heißt, alles, was ich jetzt mache, bezieht sich darauf, dass ich erstmal die Hülle meines Hauses fit mache, bevor ich dann an die technischen Lösungen gehe, die ich dann halt in irgendeiner Form dann energetisch auch betreiben muss und mich Geld kosten. Die Dämmung, die kostet mich einmal Geld, und zwar, wenn ich sie kaufe und eingebaut habe, und danach hoffentlich nie wieder was. Und sie dämmt dann auch die nächsten 50, 70, 100 Jahre, je nachdem. Also tatsächlich eine Entscheidung Richtung Dämmstoff und dann erst Heizungstechnik. Wir haben jetzt die Kellerdecke gemacht, wir haben auch bei uns die Fassade gemacht, beziehungsweise bei mir daheim, und auch tatsächlich auch die entsprechenden Dachfenster angesprochen und so weiter. Diesmal möchte ich jetzt eine Maßnahme erklären, die ich bei mir daheim jetzt tatsächlich nicht gemacht habe, aber auch eine Option ist, die man relativ schnell und einfach selber ausführen kann. Wir haben jetzt den Mai 2023, beziehungsweise Stand Mai 2023 ist zum Beispiel, dass ich seit Januar diesen Jahres, seit 2023, tatsächlich die Möglichkeit habe, Eigenleistung in der Form auch von der KfW fördern zu lassen, auf das Material, das ich kaufe, wenn ich es selber einbaue, wenn ich die U-Werte und die Vorgaben der KfW erfülle. Um die dann bestätigen zu lassen, brauche ich tatsächlich einmal einen Energieeffizienzexperten, der mir sagt, ja, den Wert hast du tatsächlich erreicht, er haut seinen Stempel drauf, ich kann mit dieser Unterlage praktisch bei der KfW das entsprechend einreichen und kriege zumindest aus Material, auch wenn ich selber es ausführe, Gelder. Und das bietet sich natürlich für die Kellerdecke an, genauso gut aber für die oberste Geschossdecke. Und das ist auch eine Maßnahme, die man eigentlich, sage ich jetzt mal, wenn es nicht so ein ganz kompliziertes Dach ist, in zwei bis drei Wochenenden eigentlich relativ schnell auch hingekriegt hat. Also, oberste Geschossdecke, das ist halt praktisch, wenn ich mein Häuschen habe, tatsächlich die letzte Decke, die kann auch hier irgendwo sein, die oberste Geschossdecke, die den beheizten Bereich vom unbeheizten Bereich trennt. Ja? Beheizt. Ja. Beheizt. Also warm zu kalt. Diese oberste Geschossdecke. Es geht nicht um diese Dachschrägen. Ja? Das ist mal wichtig. Also ich trenne jetzt das Warme vom Kalten. Ich kann alternativ, wenn ich da oben zum Beispiel meine Wäsche aufhänge oder meine Kartons aufhebe, natürlich diesen Speicher weiter nutzen, indem ich dann sage, anstatt der obersten Geschossdecke dämme ich tatsächlich die Dachschräge. Aber auch hier gilt für die KfW, wenn ich Fördergelder haben möchte, auch in Eigenleistung oder so, ein U-Wert von 0,14. Auch für die oberste Geschossdecke gilt der U-Wert von 0,14. Damit ihr mal grob wisst, worum es geht, diese Dämmdicken hier erreiche ich, wenn ich sie als Zwischensparrendämmung ausführen möchte. Als reine Zwischensparrendämmung, nur indem ich entsprechend so einen Balken aufdopple. Also wenn das mein Balken ist mit, keine Ahnung, 14 Zentimetern, dann muss ich hier tatsächlich mindestens 12 Zentimeter draufknallen. Weil ich dann irgendwo um die 26 bis 28 Zentimeter Dämmstoff da reinmachen muss. Also um diese Dicken reden wir tatsächlich. Ich hatte bei mir daheim die 33 cm, aber weil ich das mit einer Aufsparrendämmung gekoppelt habe. Und jetzt kommt auch tatsächlich nochmal eine persönliche Meinung von mir dazu. Ich hoffe, es gibt keinen Shitstorm. Im Endeffekt geht es darum, ich möchte, dass man tatsächlich so wenig Holz wie möglich bei solchen Modernisierungen einsetzt. Mir ist es wichtiger, der Baum bleibt so lange wie möglich im Wald stehen und bindet CO2 und bildet Sauerstoff. Wir haben tatsächlich jetzt so eine Entwicklung, dass wir sehr stark Holzrahmenbau fördern wollen, weil der einfach wirklich ein nachwachsender Rohstoff ist. Da habe ich auch wirklich nichts dagegen, weil das ist dann was, was wirklich in einem sehr langen Zeitraum wie ein Fachwerkhaus 200, 300 Jahre hoffentlich stehen bleibt. Wir bauen ja nicht bloß für eine Generation, sondern wirklich für mehrere Generationen. Das ist gut investiert. Wenn ich aber dann ganz oft sehe, dass manche Leute auf Gedeih und Verderb irgendwelche Konstruktionen aufdoppeln, aufdicken und sonst was, das tut mir wirklich in der Seele weh, wenn man dieses Holz, das wirklich sehr lange braucht zum Wachsen, gerade im Unverstand sozusagen verbauen. Also hier hätte ich zum Beispiel tatsächlich eine Variante gemacht, wie ich es mal vorhin erzählt habe, anstatt bei mir die 6 cm zum Beispiel eine entsprechend dickere Aufsparrendämmung. Ich hätte die 10 cm Aufsparrendämmung gespart. Will ich das als Zwischensparrenlösung machen und ich will meine Ziegel da oben und alles nicht runterreißen, dann bleibt nur das hier übrig. Ja, dann muss ich tatsächlich entsprechend aufdoppeln. Aber ich kann das sinnvoll machen. Anstatt jetzt 12 drauf zu machen, eine Dampfbremse und nachher wieder Lattenebene zu machen, kann ich jetzt das da hier tatsächlich damit koppeln. Also ich habe zum Beispiel einen 14er Sparren, sage, okay, dann gehe ich halt her und mache da zum Beispiel statt 12 vielleicht nur 6 drauf, dann habe ich meine 20, ja, mache dann meine Dampfbremse, das könnte jetzt zum Beispiel eine 40 mal 60er Latte sein, die ich quer einfach montiere. Und wenn ich dann nachher meine Rigipsebene machen möchte, also meine Rigipsplatten montieren möchte hier, kann ich anstatt der 30-50er Latte eine 4x6er entsprechend auch, ich sage jetzt mal von der Seite gesehen, hier so quer montieren. Dann habe ich hier meine 12 cm wieder und habe dann praktisch diese Ebene gedämmt mit Unterspannklemmfilz, diese Ebene gedämmt und ich habe tatsächlich diese Dämmdicke auch relativ schnell hingekriegt.
mit einer 4x6er Latte zweimal praktisch hochkant gestellt, montiert. Dazwischen die Dampfbremse. Und dann kann ich meinen Rigips wunderbar auch ausführen, auch immer noch ausgleichen im Altbau. Und ich habe das Holz sinnvoll eingesetzt. Also diese Wege, wie man tatsächlich solche Lösungen hinbekommt, auch sowas, die gibt es. Man muss sich nur tatsächlich damit beschäftigen. Da hoffen wir natürlich, dass wir euch als Partner dann zur Seite stehen können. Am besten da kurz mal eine Fachberatung anrufen oder unsere Easy-Live-Folgen anschauen. Also, das wären zum Beispiel so Varianten, wie man machen kann, wenn man im Dach in der Schräge ist. Ja? Alternativ reden wir natürlich auch von diesen Dämmdicken hier, wenn wir übrigens bei der obersten Geschossdecke dran sind. Da ist es tatsächlich so, wenn ich jetzt eine Geschossdecke habe und da oben soll nichts dazukommen, dann gibt es keinen Grund, warum ich jetzt diese Dicke nach oben nicht ausnutzen sollte und wirklich einen Klemmfilz nicht in dieser Größe draufbringe, beziehungsweise unsere Topdeck Reno. Das ist zum Beispiel ein Filz, den wir oben mit einem fleischigen Vlies hier oben drauf haben, dass ab und zu mal vielleicht einer zu einem Kamin laufen muss oder zu einer Satellitenschüssel, wo ein Elektriker drüber läuft, über den Dämmstoff, da passiert nichts. Ansonsten kann ich auch das wunderbar kombinieren mit unserem Top-Tape Loft. Das ist eine druckfeste Dämmung. Haben wir auch schon diese Folgen gemacht aus Steinwolle, die ist druckfest. Da kann ich dann entsprechend richtige Laufwege machen, während ich hier in den Eckbereichen zum Beispiel hier mit unserem Reno-Filz arbeiten könnte und dann nur hier da drauf laufe. Also das kann ich wie eine Brücke tatsächlich schön bauen. System ist alles nicht brennbar, schluckt Schall, hat sehr guten sommerlichen Wärmeschutz, dass hier da entsprechend nicht was reinkommt. Aber ich habe gleichzeitig auch eine diffusionsoffene Konstruktion gemacht, die eigentlich alles erfüllt, was sie soll. Und wärmeschutztechnisch super. Aber denkt dran, wenn ihr es selber ausführt, muss ein Energieberater oder ein energieeffizienzexperte.de, da schaut ihr am besten, da einen Kollegen finden, der dann sozusagen, oder Kollegin, der dann diese Bestätigung macht, ja, U-Wert eingehalten nach KfW, er gibt seine Nummer und seinen Stempel drauf und dann kann man das entsprechend einreichen. Aber oberste Geschossdecke, wirklich eine sehr effektive und schnelle Maßnahme, wie man das Ganze macht. Dazu gibt es zwei Sachen zu beachten. Im Altbau ist das fast hier immer eine Holzbalkendecke. Das heißt, mein Holz hat irgendwo von oben ein paar Bretter drauf, da gucken ein paar Nägelchen raus, die Bretter knirschen, wenn man drüber läuft, es ist nicht alles eben und so weiter. Muss es auch nicht tatsächlich, wenn ich einfach nur Dämmung drauflege und da oben sonst nichts mache. Ja? Wenn ich jetzt aber weiß, ich habe hier eine Betondecke, dann weiß ich schon, dass dieser Beton, wenn er nicht komplett zerrissen ist oder sonst wie, eigentlich meine luftdichte Schicht ist. Das heißt, bei Betondecken kann ich direkt nur den Dämmstoff direkt auslegen und alle sind glücklich. Bei Holzbalkendecken, wo es natürlich Risse gibt oder feine Bereiche oder auch Durchgänge wie eine Dachbodenluke, die muss ich sowieso abdichten. Aber die Balkendecken selber haben viele, viele kleine Risse. Das heißt, ich muss tatsächlich bei Holzbalkendecken, ich zeichne es hier mal rot rein, eine Dampfbremse drauflegen. Auf diesen Bretter, die ich da unten an mir habe. Das heißt, vorher bitte alle Nägel reinkloppen oder rausziehen, je nachdem, was rausguckt. Vielleicht mit einer Schraube festziehen. Ich könnte sowas wie eine Estrichdämmung als Schutzfilm noch drauf tun. Dann eine Dampfbremse drauf und darauf dann den Dämmstoff. Ob es jetzt kombiniert ist mit Topdeck Loft und Reno oder nur Topdeck, wenn ich das weiter nutzen möchte. Das ist euch dahingestellt. Alternativ, wie gesagt, immer noch das da hier möglich in der Schräge, wenn ich da oben weiter nutzen möchte. Aber wichtig, Holzbalkendecke, idealerweise mit Dampfbremse, eine Betondecke, kann sein, dass ihr die Dampfbremse weglassen könnt. Vorausgesetzt, diese Betondecke ist natürlich nicht im Neubau. Weil Beton braucht sehr lange, um auszutrocknen. Ist es ein Neubau, dann will diese Betondecke nach wie vor die ganze Zeit austrocknen. Und wenn ich da eine Folie drauf mache, dann sorge ich dafür, dass diese Feuchtigkeit auf jeden Fall nach innen abgetrocknet wird, aber nicht in meinen Dämmstoff kommt. Also auch im Neubau müsste dann eine Dampfbremse hin, die eigentlich bei einer alten Betondecke nicht nötig wäre. Achtet damit darauf, also wenn ich sage Neubau, Betondecke, die Decke sollte mindestens 4 Jahre alt sein, damit sie einigermaßen trocken ist, dann kann ich die Folie weglassen. Ist sie jünger, muss dann eine Folie drunter, damit nicht die Feuchtigkeit aus dem Beton, wie bei Estrichdämmung auch, da legt man auch eine Folie drauf oder sonst was, dass mit aus dem Beton die Feuchtigkeit nicht in den Estrich reinkommt, tatsächlich hier nichts in den Dämmstoff kommt. Also den Hinweis gebe ich. Holzbalkendecke mit Folie, neue Betondecke mit Folie, alte Betondecke, da kann ich die Folie weglassen. Aber die Dämmdicken bewegen sich alle um die 26, 28 cm. Den Platz habe ich meistens in so einem Dachraum und dann komme ich plötzlich an einen U-Wert, wo ich Bilderförderung kriege. Nehmt das bitte mit, das ist definitiv eine Variante, die sich immer wieder lohnt. Mit einer Kombination, Holzbalkendecken, da komme ich wunderbar von oben ran zum Dämmen. Das heißt, wenn ich hier oben Dämmung aufbringe, ist alles gut. Nur wenn es in der Holzbalkendecke selber hier diese Belüftungsebene gibt, wo nicht gedämmt worden ist aus den 70ern, dann zieht es hier irgendwo rein, da hinten rüber und da wieder raus.
Das heißt, dann bringt mir diese Dämmung relativ wenig, wenn ich nicht dafür sorge, dass hier irgendwo diese Durchströmung meiner Holzbalkendecke hier unten drunter nicht behindert wird. Ich muss hier irgendwo Schutzmaßnahmen machen. Vielleicht komme ich von oben auch tatsächlich dran, zwischen die Sparren Klempels hier reinzuschieben, dass einfach diese Querlüftung in der Balkenebene nicht stattfindet. Wenn das nicht stattfindet, dann funktioniert diese Dämmung super. Also macht nicht bloß diese Dämmung, sondern nehmt auch tatsächlich ein bisschen Renofilz oder auch ein Klemmfilz, schiebt das von oben ein bisschen in der Balkenebene, wo die Zangenlage ist, auch bitte nochmal rein, damit hier einfach diese Querströmung durch meine meine Balkendecke nicht nochmal stattfindet. Also den Tipp gebe ich auf jeden Fall nochmal, aber ich glaube, damit kann man schon mal verdammt viel arbeiten, auch mit dem Hinweis, das Holz richtig einzusetzen, und dann habe ich auch wirklich Spaß in meinem Karton. Gell? In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal.